Hallo und herzlich willkommen zurück zum Runes of Magic Let's Play mit Legacy of the Soulless. Ist scheinbar das neue Add-on. Ich habe es gerade im Hauptmenü nicht zeigen können, weil es direkt Passworteingabe war. Und ja, bin mal gespannt, was es ist. Wahrscheinlich können wir natürlich noch nicht so schnell dorthin. Aber es kam ein Update und jetzt gab es ein Problem, dass ich ein, zwei Tage nicht reinschauen konnte. So, jetzt sind wir aber wieder drin. Jetzt haben wir es wieder geschafft. Es hat immer abgestürzt, also keine Rückmeldung oben gehießen und so weiter. Und das ist natürlich nicht so toll gewesen. So, bevor wir mit ihr reden, schauen, überprüfen, gut. Also, behaltet die Lehren des Gottkönigs stets in Erinnerung. Sie fressen alles. Okay. Gefräßige Schnecken. Dann haben wir Wasser bringt Hoffnung. Das ist, oh, da kommen wir an Juwele über. Intelligenz ist, Intelligenzstärke. Ist natürlich für uns. Die nehmen wir noch in Rechnung. Und, meine Arbeit machen. Ja, irgendwo hinlaufen. Und wieder dieses Geräusch. Ich finde das irgendwie lustig. Aber so, es ist ein bisschen zu laut in meinen Ohren. Deshalb ist es so extrem einprägsam, weil es einfach nur auf den Zeiger geht. So, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen gewöhnen an noch langsameres Gameplay. Ich bin ja ein Action-Rollenspieler und gar nicht so gewöhnt ans. Ja, es laggt auch ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Aber, ja, jetzt geht es wieder flüssig. Ich muss mich manchmal immer so extrem beherrschen, wenn es einfach langsam ist, das Spiel. Also zum Beispiel hier. Runes of Magic ist mir halt manchmal ein bisschen zu langsam. Aber ich habe jetzt gerade kein Reittier, also es ist wahrscheinlich abgelaufen, weil ich natürlich nicht so oft zur Aufnahme komme. Ich würde es gerne mehr machen, aber das Runes of Magic Let's Play kommt jetzt momentan nicht so gut an. Also es gibt nur noch so ungefähr 20 Aufrufe und das ist ein bisschen zu wenig für meinen Kanal, oder? Ich würde schon gerne ein bisschen mehr machen, weil auch Interesse von ein paar da ist. Sie schreiben immer und so. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Das ist fast noch wichtiger als Likes bei mir. Und deshalb kaufe Dias weh mit mir, please. deshalb, ja, schwarzes Bett müssen wir nicht machen. Ist es natürlich schon ein bisschen motivierender, jetzt öfters wieder Parts zu machen. Klar. Also, dass wir jetzt eigentlich ja gerade in einer schweren Phase sind, weil dem Kanal nicht so gut geht, weil viele halt wieder ein bisschen weggegangen sind, einfach inaktiv sind, ist es eigentlich schon gut, wenn ich jetzt wieder ein bisschen die Projekte öfters bringe, die nicht so gut ankommen. Und das werde ich auch machen natürlich. Stallmeisterin? Komme ich hier am Pferd? Mieten. Für 15 Minuten? Nee, für 15 Minuten, das brauche ich in den 15 Minuten nicht. Nee, danke. Oh, helle Vögel. Okay, da müssen wir irgendwie Pflanzenkäfige aufstellen. Das ist ein heller Vogel und mit dem muss ich da irgendwie Pflanzenkäfig aktivieren. Fangt helle Vögel. Okay, ich muss sie gar nicht bekämpfen. Nur einfach dieses Item aktivieren. Was gibt es denn diese Quest, wenn man es nur aktivieren muss? Sollte wie bei Pokémon einfach Gegner schwächen und dann kann man es einfangen. Dann erst aktiviert es sich. Aber ja, Runes of Magic ist halt ein bisschen wenig zu tun, aber einfach viel zu tun. Aber wenig von den vielen zu tun. Also das ist. Ja, es gefällt mir schon. Aber nicht gerade so, dass ihr jetzt sagen könnt, ja, es ist ein wunderbares Spiel. Es ist für mich halt nicht gerade die Art von Spiel. Ich denke, es ist schon ein gutes Spiel, klar. Aber nicht,
Jetzt kann ich sagen, ich würde es jetzt jeden Tag wirklich gerne spielen. Ich bin ja eher ein Vielspieler und dann kann ich nicht natürlich immer wieder extrem viel investieren in ein Spiel. Aber ich schaue, dass ich da sicher alle 2, 3 Tage ein paar bringen kann. Wenn es gut ankommt, sogar jeden Tag. Und genauso mit den anderen Projekten. Aber am besten unterstützt mir natürlich in jedem Projekt. Müsst es nicht. Es ist alles immer freiwillig, die ganze Unterstützung. Also kann ich jetzt Elfentrainer nicht abfahren? Musste man irgendwas drücken? Nee, man musste nichts drücken. Okay, die Quest haben wir auch abgeschlossen. So, Pilzli ist der Rodi, da bekommen wir auch wieder Stärkering. Werde ich mal ein Item anschauen. Das sieht also so aus, ein großes Item mit Stufe 100. Nicht schlecht, also viel Stärke und viel kritische Trefferchance. Ist eigentlich nicht schlecht. Und viel Leben ist. Das Leben ist so hoch. Und das ist natürlich klar, ich habe ja auch schon 339 Leben. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich Pilzliste machen. Jetzt müssen wir schauen, wo das ist. Entweder dort. Jetzt gehen wir mal zum ersten Ausrufezeichen, das gleich hier in der Nähe ist. Mit dem hier reden. Kann man das verschieben? Kleiner machen und dann irgendwie nach rechts verschieben. Ah, das geht gar nicht weiter nach rechts, da ist irgendwas im Weg. So mache ich das. Ja. Die Hearts in den Spielen manchmal sind echt voll. Also ich möchte gerne das mal auch wieder ausmachen. Hier das Chat, das brauche ich nicht. Es ist einfach viel zu viel auf dem Bildschirm, wenn man diesen MMO begeht. Gefräßige Schnecke müssen wir töten. Ich glaube, da müssen wir wieder zurückgehen. Gehen wir zuerst mal zum Hafen und dann wieder zurück. Da glitzt irgendwas. PC kein Gemurmel. Liri finden. Viermal Liri gestanden. Ja, geh zu Liri, mach das mit Liri, mach das mit Liri. Und dann kommt noch Alexa und Siri. Oh, Pilze sammeln. Cool. Das möchte ich natürlich. So. Ich brauche Pilze für meinen Schnaps. Holzstapel kann man nichts machen. Diripilz kann man nichts machen. Ritterpilz. Die Ritterpilze sind die besten. So, Deli. Da rein kann man nicht. Ach, wie süß. Da leben kleine Pilzkreaturen scheinbar. Oder Sporen machen, die aber nicht in die Hose passen. Also jetzt haben wir ganz viele Ritterpilze gesammelt. Das reicht. Ah, da ist jemand. Liri ist gestorben. Ja, bewusstlos. Okay. Angriff! Voll auf die Omme. Kann das sein, dass wir ein bisschen unterlegen sind? Nee. Geht schon langsam, aber wir machen so wenig Schaden. Ha! Volles Pfund aufs Maul. Ist das ein anderer Pilz? Was ist das? Ah, Talentpunkte, wir haben ein Level up. Komm. Man muss immer umstellen. Wieso muss ich? Ja, ich will das. Wirbelwind. Hallo? Ich will Wirbelwind. Weil wir nicht immer den Angriff haben.
Dass er verwundbar ist, der Gegner. Machen wir das mal nach vorne. Wusch. Aber ich möchte Wirbelwind einsetzen. Okay, mach nicht so viel Schaden. Gestohlener Pelz. Sporanmeister. Oh. Flamme oder irgendwas hat er angesetzt. Oh, das Pfund aus dem Maul. Ich will Wirbelwind einsetzen. Ich brauche 50 Zorn. Und immer nur der erste Angriff einsetzen, oder was? Das wird Zorn aufbauen, irgendwie. Ah, jetzt. Ja, akzeptabel, aber es ist kein Wirbelwind aus Diablo 3. So, weiter geht's. Naja, wir machen so wenig Schaden, dass wir einfach den Angriff hier brauchen. Den natürlich. So. Also ich denke, die sind besser vorne als die. Dann machen wir die mal hinten. Aktivierungsrune. Also die Wachen müssen wir angreifen, habe ich gesehen. Nicht die Spornmeister. Aber es ist gerade kein Pilz mehr hier. Da ist eine Wache. Und volles Pfund aus dem Maul. Ach, klingt das. Jetzt habe ich dann gleich den zweiten Monitor. Dann kann ich auch mal Livestream machen davon. Weil mich stört halt im Livestream immer, dass ich die Kommentare nicht sofort beantworten kann und dann laufen die Leute halt wieder weg. Also gehen in ein anderes Hobby nach. Ist einfach so, also. Ich würde schon gerne ein bisschen mehr Bindung aufbauen können bei den Livestreams, bevor ich da Livestreams auch viel mache, oder? Ist natürlich klar. Man will ja nicht unbedingt leere Kommentare haben, weil sie denken, ja, ich tue hier sowieso nicht beantworten. Das mache ich ja, aber ich kann ja während dem Spiel nur schlecht immer wieder wegtappen und da einfach, ja. Und gleich beantworten, und das haben viele nicht verstanden. Haben es nicht irgendwie so akzeptiert, wie sie es eigentlich müssten. Kann ich aber verstehen. Nicht jeder hat natürlich Geduld, also ich habe auch nicht immer so Geduld, ständig Livestream zu schauen. Nehmen wir mir die Glocken mit. Es tönt ein bisschen hohl. Ja, sicher. Rüstungsstein, Waffenstein. Ich weiß nicht, für was man das braucht, das zum Craften, aber Craften tut man doch nie schon am Anfang. Das ist irgendwie ganz komisch, also. Sie hätten einfach das so machen sollen, dass man das eigentlich auch einsetzen kann direkt oder so. Also, dass man jetzt auch genau weiß, was man mit diesen Rüstungsverbesserungen herstellen kann. Und nicht gleich irgendwie immer alles sammeln muss und nicht weiß, was man mit dem, ja, machen muss mit dem Item. Ich habe nicht so viel gerne so viele Items im Inventar, die nicht Rüstungen sind oder Eier, Pet-Eier oder so. Und das stört mich einfach ein bisschen, dass man einfach keinen Überblick hat über die Items. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Items machen soll. Einfach nur sammeln. Also es sind schon recht viele, also zum Beispiel hier. Also die Ausrüstung natürlich. Habe ich da viele Sachen, die einfach für nichts da ist. Vielleicht Saatgut und so Sachen. Für was brauche ich das? Ich habe doch kein eigenes Haus noch. Also bekommt man das schon über. Also es hat ein bisschen komisch gemacht, das Spiel, aber.
Immerhin ist es gute Qualität und langweilt mich nicht schon von der ersten Stunde an, sondern motiviert eigentlich weiterzumachen. Das ist das Wichtigste. Du brauchst ein Spiel, das dich ein bisschen leitet. Und außerdem mit dem Eventual leitet mich das Spiel ja schon recht gut. Also es ist eines der besten MMORPGs, die ich schon gespielt habe. Wenn nicht schon fast das Beste. Ich hatte nur Free-to-Play-MMORPGs spiele. Das ist natürlich nicht gerade groß ins Maximum. Sorry. Ja, kann man halt nichts machen. Also, das sind halt Asia-Rollenspiele, also MMORPGs. Da kann man nichts machen, dass man jetzt gerade direkt sagt, ja, das ist für einen etwas. Und man hat natürlich schon ein bisschen Kritikpunkt. Aber diese Kritik ist klein. Schaut euch bei Champions of Regnum momentan die Let's Play Parts an. Da bin ich eigentlich momentan wirklich viel am Nörgeln, weil einfach für mich einfach nichts drin liegt. Ich bin einfach noch Level 49 mit dem Jäger und kann nicht viel machen in der Warzone. Wir sind deutlich unterlegen mit unserem Reich und deshalb, das ist dann etwas, was mir schon mehr stört. Aber Runes of Magic hat eigentlich kaum Dinge, die mich stören. Außer mich, also ich rede halt ein bisschen öfters darüber, was mich halt eher ein bisschen im Kopf steigt. Also jetzt zum Beispiel Lobs auszuschütten. Ich bin ja einer, der eher sagt, ihr wisst, wie ich das Spiel gerne habe. Ich muss jetzt nicht unbedingt immer alles erzählen, was positiv ist. Was für mich auch schwerer fällt, als negative Sachen zu sagen. Sonst erzähle ich manchmal schon ein bisschen eher negative Sachen. Aber auch nur, weil ich sonst nichts zu reden habe. Also so viel Positives kann ich halt auch nicht immer sagen. Wie ich gerne hätte. Ich würde ja gerne das Spiel immer loben. Aber es tut bei mir immer dieses Journalismus, dieses, ja, einfach ein Spiel immer gut reden, Ding reinversetzen, das habe ich nicht gern. Also nicht wundern, wenn ich halt manchmal das Wissen sage, nörgle. Aber das ist ganz normal. Bei mir, weil ich natürlich schon ein bisschen verwöhnter bin. Und ein Spiel ist ja dazu da, aus Fehlern zu lernen, also dass das Spiel immer besser werden kann. Weil viele Entwickler machen das Spiel eigentlich immer wie schlechter. Wie zum Beispiel League of Legends oder World of Warcraft wurde in den letzten paar Jahren immer wie schlechter, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie besser machen können. Sie haben das Spiel ja schon relativ zu einem Top-Niveau hochgebracht und bekommen halt auch meistens eher nur positives Feedback. Da können sie das Spiel gar nicht verbessern, wenn ihr immer nur positives Feedback gebt. Ihr müsst damit lernen, einfach auch immer wieder zu hören, dass ein Spiel nicht so gut ist. Das ist einfach ganz normal. Und jetzt wirklich jetzt in diesem Part, weil ich ja ein paar Tage nicht aufnehmen oder spielen konnte, das Spiel, bin ich jetzt halt einfach gerade auch wieder ein bisschen, ja, am reinfinden. Also, ja, wie soll ich sagen? Wenn man länger ein Spiel spielt, ja, hat man jetzt die Steuerung und so nicht immer unbedingt im Griff oder weiß gerade nicht, was man letztes Mal gemacht hat, weil Spiele ja nicht so fürs Langzeitgedächtnis ist, wie man es gerne hätte. Und ja, immer reinfinden oder einfach immer wieder ja sagen, ja, das motiviert. Wow, verdeckt agierende Händler. Wow. Kann ich halt nicht. Und dann bin ich natürlich wieder am Anfang und sage dann wieder die negativen Sachen wieder. Ist natürlich schon ein bisschen demotivierend. So. Na, ich bin ja eigentlich kein Gamer. Ich spiele wegen dem Hobby. Let's Playen. Sonst spiele ich eigentlich kaum Spiele. Also ich tue Farmen für ein Spiel, das ich Let's Play oder Livestreame. Also ich bin jetzt gar nicht mal so ein Mega-Suchti. Ich bin eher ein zu geringer Suchti, dass ich jetzt wirklich sage, ich spiele jetzt mal das Spiel alleine und so. Ich brauche immer meine Kollegen. Und ja, vielen Dank für alle Kollegen, dass ihr das mit mir ein bisschen macht, gönnt. Aber eben, das ist eine Sache, dass einfach
mehr motiviert, mit Kollegen zu spielen, mit Let's Play zu spielen, als alleine zu spielen. Und deshalb bin ich da schon glücklich, dass ich ein bisschen mehr spielen kann, ein bisschen mehr Freunde habe, ein bisschen mehr Aufrufe habe und so weiter. Und deshalb machen auch nicht so tolle Spiele auch wieder sehr viel Spaß. Oder zum Beispiel Runes of Magic noch viel mehr Spaß. Also es kommt jetzt wieder, wenn ich mehr Parts mache, wieder, dass ich mehr Spaß finde in diesem Spiel. Aber ich kann halt kaum irgendwas erzählen. Es ist das meiste halt Grinding. Da kann man halt nicht viel erzählen. Und deshalb ist das meiste halt auch ein bisschen Genörgel. Wie man halt als erfahrener Gamer halt machen muss, wenn man nichts anderes findet. Also der Lob nicht so findet. Was kann ich jetzt groß loben? Ich bin jetzt schon Ewigkeiten, hey, am Denken, was ich denn loben soll. Halt einfach, dass es so richtig World of Warcraft-like ist, weil ich momentan echt wieder motiviert bin, World of Warcraft. Also die Add-ons noch zu kaufen, die ich noch nicht habe. Und dann einfach auch monatliche Abo abschließen möchte. Aber ich finde halt keine Zeit, deshalb lohnt sich so ein Abo-System für mich zum Beispiel nicht so. Also dass ich kaum Spiele mit Abo kaufe. Und lieber so ein bisschen Geld in so Echtgeld-Shops, wie zum Beispiel bei Champions of Regnum, bringe, mache, oder? Alles in Abos. Weil ich ja kaum Zeit finde, in einem Monat so viel zu spielen, dass es sich lohnt. Ich finde die Grafik mega süß hier mit den Pilzen und diesem Licht. Ich bin zwar nicht so gerne so ein Überstrahleffekt-Liebhaber, aber kurz fertig essen, ich habe trockenen Mund gehabt. Nochmal rein. Oh, der hat zu viele Pilze abbekommen. Jetzt sprießen aus ihm Pilze. Ich werde in Zukunft bestimmt nicht mehr unbesonnen unbekannte Pilze verspenden. Das ist entmutigend. Lähmung, weil Pilze aus dem Körper sprießen, okay. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, da müssen wir ganz hier zum Pfeifensee. Diese Pfeife, dieser See. Der Pfeifensee. Ja, ist auch zu hochlevelig. Ja, ich werde eventuell mal ein bisschen spielen und halt einfach hier die Items einsammeln, dass ich ein bisschen levele. Oder irgendwann mal zurückkehren. Weil sonst können wir nie etwas einsammeln. Ich sammle so gerne Sachen ein. Aber ja, ist natürlich nicht immer so motivierend, ständig immer das Gleiche einzusammeln oder nichts einzusammeln können, weil alles zu hochlevelig ist. Das ist klar. Ah, FFVII wird ja geremastert. Ich habe den Trailer heute gesehen, heute Morgen. Ah, oh, das ist so cool, das Spiel, das Remastered, weil ich habe ja das Final Fantasy 7 ja mega oft gespielt in meiner Kindheit, also in meiner Jugend. Und ey, ich bin so ein mega Fan davon. Also von Final Fantasy 9 mehr als 7. Aber Final Fantasy 7 ist auf dem zweiten Platz und ich liebte das. Zum Beispiel die erste Zelda, so mega lange Geschichte war, bis ich endlich mit der ersten Zelda von 4 waren es, glaube ich, oder so, fertig war. Das war schlimm. Ich bin ein langsamer Gamer gewesen von Final Fantasy. Ich habe mir nie gestresst. Und wieder den Affenmenschen. Oh, das sind jetzt auch Agro-Monster. Okay, dann gehen wir halt hier unten durch. Wohin müssen wir denn hier zur Quest? Ja, wir müssen die Quests dann alle mal abarbeiten. Das geht jetzt gerade in diesem Part noch nicht. Ja, es ist jetzt leider schon Zeit langsam zum den Part beenden. Staubstrauß. Also die Namen sind manchmal echt witzig. Hafen des Aufbruchs. Ich dachte Luftschiff.
Wieso gibt es keine Luftschiffe? Ich sehe gerade keine Luftschiffe. Weißt du, es ist gestanden Luftschiffe. Ja, es sind Luftschiffe, aber die sind ja vom Wasser. Ah, deshalb. Okay. Der Hund ist süß. Hallo, Wuffi. Wie geht's dir so? Ah, endlich mal ein Rüstungshändler. Ja, dann kann ich jetzt diese dummen Sachen hier verkaufen. Ich denke, die sind nichts wert. Ja, sie sind schon ein bisschen besser. Ich nehme mal den Ausdauer, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die Übersicht ist extrem schlecht. Also ich kann kaum sehen, was besser ist. Ich muss immer die verschiedenen Punkte finden zuerst. So, oh, falscher Händler. Und wieso ist die Itemshop-Tasche immer offen? Ich möchte doch keine Itemshop-Tasche haben, offen haben. Also, ja, Köche. So kann ich die nicht verkaufen. Also kann ich Holzpfeile nicht verkaufen. Ich will ein Zweihandschwert. Macht mehr Schaden. Zweihand-Axt. Wo ist die Geschwindigkeit? 3,2, okay. Ich will hier Zweihand-Axt. Ich will keinen Intelligenzhammer, da fühle ich mich zu intelligent. Ich weiß nicht, was ich noch hier machen soll. Also, wir haben hier noch ein Questgeber irgendwo. Weiter vorne. Aber wollen wir jetzt schon ins nächste Gebiet? Was ist das? Eine 8, okay. Das sieht man fast gar nicht, weil das so dunkel ist. Dunkel auf schwarz ist nicht so toll. Ja, dann gehen wir halt jetzt schon. Dann gehen wir noch nicht. Wir teleportieren mich. Ah, das ist der Luftschiffassistent. Okay, die Quest machen wir jetzt noch nicht weiter. Wir gehen eigentlich wieder zum Tal der Vorbereitung. Ah, da unten ist das Pferd der Mieter. Dann gehen wir dann das nächste Mal mit dem Pferd wieder zurück und machen die Quest weiter, die hier oben sind. Gut. Also, be ich bedanke mich fürs Zusehen. Ein Sephiroth mit Axt ist auch cool. Ist es süß. Ist also so richtig dominant, mangahaftig. Ah ja, das ist auch gut mit dem Clipping-Fehler. Nee. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Viel Spaß noch mit anderen Dingen und einen schönen, schönen Tag. Tschüss.